Yang Yu. Wen oder was würdet ihr damit malträtieren? Wer ist euer größter Feind? Du? Nein. Du bist vielleicht Pazifist. Wenn du Pazifist bist, dann deckst du dir ein abstraktes Phänomen auf. Du sagst zum Beispiel, deine Voodoo-Puppe steht für den Klimawandel. Zum Beispiel. Überlegt euch alle. Überlegt alle, wer oder was ist euer größter Feind? Jetzt fangt meinen Schal. Wow! Wie heißt du? Jan. Jan. Ich heiße auch Jan. Jan. Steh auf, komm mit dem Schal nach vorne, so schnell du kannst. Überleg dir, wer ist dein größter Feind. Applaus für Jan! Den Schal gibst du mir. Hallo Jan. Hallo Jan. Jan, hier ist ein Zettel, hier ist ein Stift. Schreib auf den kleinen Zettel, gut lesbar, deinen größten Feind. Den Namen von deinem größten Feind, den Totenbuchstaben, dass man das gut lesen kann. Dann knüll den Zettel zusammen zu einer ganz kleinen Kugel. Das ist das Gehirn der Voodoo-Puppe. Bist du fertig? Ja. Knüll ihn ganz klein zusammen und setz dich dahin. Das ist der Kopf der Voodoo-Puppe. Du bekommst eine Papierunterlage für die Operation. Hast du noch? Jetzt drückst du das Gehirn in den Kopf der Voodoo-Puppe hinein. Und dann befestigst du den Kopf an der Puppe. Jan, das ist wunderschön. Stell dir vor, diese Puppe ist tatsächlich dein größter Feind. Diese Puppe ist böse. Jetzt ist es meine Aufgabe, zu erraten, wer dein größter Feind ist. Dafür muss ich mich in die Puppe hineinversetzen. Jan, du hast eine schlechte Puppe gebaut. Das funktioniert so nicht. Wir müssen ernst machen. Nimm die Nadel. Wenn ich schnipse, drückst du die Nadel erbarmungslos in die rechte Hand der Puppe. Das hier ist die rechte Hand. Das ist
nicht eindeutig. Du dachtest, die Puppe liegt auf dem Bauch. Ich denke, sie in den linken Fuß. Das hier ist der linke Fuß. Bereit? Achtung! Dein größter Feind ist ein Mann, stimmt das? Wenn ich ein drittes Mal schnipse, bohrst du die Nadel ins Herz der Puppe. Verraten. Ist das richtig? Ja. Hat er den Namen Philipp? Ja. Tatsächlich. Nicht benutzen. Nicht benutzen, ehe du das Theater verlässt. Danke, ja. Ich besitze auch eine Voodoo-Puppe. Ich, oh, die ist böse. Ich habe auf den Bauch, auf das Lätzchen geschrieben, wofür sie steht. Da ist ein Aufkleber drüber, damit man das nicht sieht. Wir sind 200 Leute. Meine Erfahrung ist, dass mindestens ein oder zwei von Ihnen den gleichen Feind haben wie ich. Ich mache mir einen Sport, daraus zu erraten, wer das sein könnte. Dazu stehen Sie alle auf. Alle auf! Erinnern Sie sich, wer ist Ihr größter Feind? Was hat Sie sich vorhin überlegt? Erinnern Sie sich, wer ist Ihr größter Feind? Falls jemand von Ihnen denselben Feind hat wie ich, ist es wahrscheinlich ein Mann und keine Frau. Wobei ich mir bei Ihnen nicht sicher bin. Bei Ihnen auch nicht mit dem lilanen Pullover. Sie beide bleiben stehen, alle anderen Frauen setzen sich hin. Tragen Sie den Bart schon länger? Länger als ein Jahr? Stehen bleiben. Haben Sie schon mal einen Bart getragen? Länger als ein Jahr? Hinsetzen. Bitte alle melden, die lieber Kaffee trinken als Tee. Hand auf, wer lieber Kaffee trinkt als Tee. Sie setzen sich alle hin. Sie setzen sich auch hin. Wenn Sie ein Tier sein könnten, welches Tier wäre das? Löwe. Löwe stehen bleiben. Was für ein Tier wählen Sie gerne? Ein Hund. Ein Hund hinsetzen. Alle, die jetzt noch stehen, schauen auf diese Hand oder auf diese Hand. Sehr gut. Sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen. Sie bleiben stehen. Mit dem braunen Pullover. Du hier mit der offenen Jacke und der Schrift auf T-Shirt. Und du mit der Brille. Alle anderen können sich hinsetzen. Warst du im Kindergarten früher? Ja. Warst du im Kindergarten? Ja. Waren Sie im Kindergarten? Ja. Kindergarten?
hinsetzen. Ich habe dich auch gesehen. Aber danke, danke. Kindergarten? Hast du Geschwister? Ja. Hast du Geschwister? Wie viele? Eins. Geschwister? Nein. Hinsetzen. Geschwister? Ja. Geschwister? Wie viele? Zwei. Hinsetzen. Wie viele Geschwister? Zwei. Auch hinsetzen. Antwortet jetzt so schnell ihr könnt, ohne nachzudenken. Bist du verheiratet? Nein. Bist du verheiratet? Nein. Kannst du mit drei Bällen jonglieren? Nein. Kannst du mit drei Bällen jonglieren? Warst du in der Schule in Mathe besser als in Deutsch? Nein. Warst du in Mathe besser als in Deutsch? Nein. Glaubst du an Gott? Ja. Glaubst du an Gott? Nein. Du und du, ihr bleibt stehen, du kannst dich hinsetzen. Ich kann mir bei euch beiden vorstellen, dass ihr den gleichen Feind habt wie ich. Bei dir bin ich mir sehr unsicher. Kennst du dieses Spiel? Kenses. Wer war dein größter Feind? Steuern. Ich habe Glück gehabt. Alle Hoffnung ruht auf dir. Wie heißt du? Moritz. Moritz. Wer oder was ist dein größter Feind? Parkhäuser. Wie war dein Name? Moritz. Moritz, das ist unglaublich. Mein größter Feind sind auch Parkhäuser. Witzig. Würden Sie aber aufstehen, bitte einmal kurz aufstehen. Den Aufkleber abreißen, bitte. Können Sie laut vorlesen, was da drauf steht? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich möchte es versucht haben. Moritz, wenn du eine Voodoo-Puppe hättest, die Parkhäuser repräsentiert, was würdest du mit ihr machen? Ich würde sie mit einem Geländewagen überfahren. Du würdest sie überfahren? Ich würde sie auch überfahren. Jetzt können wir uns das Gehirn meiner Voodoo-Puppe anschauen. Ich krieg sie nicht auf. Parkhäuser. Die Parkhäuser werden überfahren. Magie führt uns an den Rande unseres Verstandes. Für manche von uns kein weiter Weg.